Ja, mein Name ist Silvia Weber. Ich bin Dezernentin für Integration und Bildung der Stadt Frankfurt. Und meine Aufgabe ist es, für ein gutes Zusammenleben in dieser Stadt zu sorgen. Meine Aufgaben sind so vielfältig wie die Menschen in dieser Stadt. Und mir geht es darum, Teilhabechancen für alle zu schaffen, gute Bildungschancen natürlich zu ermöglichen, aber auch ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen und mit der Zivilgesellschaft zusammen, die ja hier ganz wichtig ist in dieser Stadt. Also Hanau war in der Tat nicht gestern, auch nicht vor einem halben Jahr, sondern Hanau ist heute und Hanau wird auch in Zukunft sein, wenn wir uns nicht entschieden und gemeinsam handeln und uns dagegen stellen. Wir haben festgestellt, Hanau ist sozusagen ein erneuter Höhepunkt rassistischer Gewalt. Wir müssen jetzt an die Strukturen ran. Wir müssen das Ganze nochmal sehr viel grundsätzlicher diskutieren. Wir müssen darüber nachdenken, wie stark Rassismus in unserer Gesellschaft verankert ist, im öffentlichen Leben, in der öffentlichen Diskussion, aber auch in unseren Behörden teilweise. Und wir müssen uns natürlich auch selbst fragen, welche Rolle wir dabei spielen. Also es ist ein sehr umfassendes Thema. Und wir müssen es auch als solches behandeln. Sie wissen ja, dass es in ähnlichen Situationen bei Anschlägen in früheren Zeiten gab es immer eine große Betroffenheit. Es gab viele Beileidsbekundungen, auch von offizieller Seite. Und dann ist man zur Tagesordnung übergegangen. Das können wir so nicht mehr tun. Also als Stadt haben wir ja die Aufgabe, unsere Demokratie zu stärken und zu schützen. Und wir haben die Aufgabe, aus meiner Sicht die Pflicht, auf solche Phänomene und Gefahren hinzuweisen. Also ich sehe Rassismus als eine reale Bedrohung für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben. Und wir haben ja auch gesehen in Hanau, dass es nicht nur eine diskursive Bedrohung ist, sondern dass sie ja Konsequenzen hat, nämlich Tote und Gewaltverbrechen. So. Das bedeutet, dass wir als Stadt aktiv werden müssen. Und wir müssen auch mit Ressourcen reingehen, also finanziell und personell unterstützen. Das können wir eben auch gut. Und insofern ist es aus meiner Sicht auch die Aufgabe der Stadt, eben die Initiativen, ehrenamtliche oder auch hauptamtliche Initiativen, die hier aktiv sind, zu unterstützen, ihnen Ressourcen bereitzustellen und auch Infrastruktur bereitzustellen, dass sie ihre Arbeit machen können. Die Initiativen ihrerseits haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr nah bei den Menschen sind, dass sie mit den Betroffenen arbeiten, dass sie Menschen erreichen, die die Politik nicht erreichen kann. Und sie können natürlich Bedarfe formulieren. Sie bieten auf der einen Seite Schutzräume, sie bieten die Möglichkeit, also Anlaufstellen, Beratung, aber sie können auch gegenüber der Politik, gegenüber der Stadt Bedarfe formulieren, weil sie eben sehr genau wissen, was brauchen die Betroffenen und was kann man gegebenenfalls tun, um sie zu schützen oder auch präventiv zu arbeiten. Also unser Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus ist ein gemeinsamer Beschluss des Magistrats der Stadt Frankfurt, der jetzt auch demnächst im Stadtparlament noch beschlossen wird. Das heißt, dann auch tatsächlich von der gesamten Stadt, von Parlament und Regierung beschlossen wird. Wie ist er zustande gekommen? Also ich habe mit meinem Dezernat und auch mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten auch direkt nach den Anschlägen in Hanau gesagt, wir müssen jetzt was tun. Wir können nicht länger warten. Und die Stadt Frankfurt kann sich nicht immer rühmen und sagen, wir sind so vielfältig, wir sind international. Und natürlich sind wir das und das ist toll. So, aber wir können nicht zusehen, dass hier in unserer Nachbarschaft solche Dinge geschehen und nicht zur Kenntnis nehmen, dass es eben bei uns auch Rassismus und Diskriminierung gibt. Und wenn wir jetzt nichts tun, wie ich vorhin schon sagte, wird es ja nur noch schlimmer. So, das heißt, wir haben einen Entwurf gemacht und den mit den Magistratskolleginnen und Kollegen und den Fraktionen abgestimmt. Das war ein sehr konstruktiver Prozess und auch ein sehr kreativer Prozess. Und ich bin auch froh, dass alle wirklich so konstruktiv mitgearbeitet haben und dass jetzt ein so gutes Ergebnis dabei herausgekommen ist. Also es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk der Koalition und des Magistrats, der es am Ende beschlossen hat. Also
Wir haben uns nicht auf eine Form der Diskriminierung konzentriert, sondern im Gegenteil. Wir sagen ja auch ganz am Anfang, es gibt ganz unterschiedliche Formen der Diskriminierung. Und grundsätzlich ist ein solcher Aktionsplan natürlich dazu da, auch das alles mit zu berücksichtigen. Wir sind aber, und deswegen nennt sich dieser Aktionsplan ja auch Aktionsplan gegen Rassismus und Rechtsextremismus, das ist unsere Hauptzielrichtung, weil er ist entstanden unter dem Eindruck der Anschläge oder des Anschlags in Hanau. Und wir haben gesagt, das ist eines unser Hauptanliegen an dieser Stelle, weil es auch unser Hauptproblem ist, das unsere Gesellschaft momentan bedroht. 200 Tote seit 1990 aufgrund von rechter, rassistischer Gewalt. Das spricht, glaube ich, für sich. Das ist auch der Bereich, der am meisten wächst, der am schnellsten wächst, der am schnellsten um sich greift. Und insofern ist natürlich ganz klar, dass wir diesen Schwerpunkt eben auf dieses Thema Rassismus gelegt haben. Der Aktionsplan umfasst alle Bereiche des städtischen Lebens. Das ist der erklärte Wille des Magistrats der Stadt Frankfurt, sich entschieden, hier gegen Rassismus und rechte Gewalt einzusetzen. Ich möchte nur ein paar Punkte herausstreichen, weil sonst würde es zu viel werden. Wir sind vor allen Dingen im Bereich Aufklärung, Intervention und Prävention unterwegs. Aufklärung bedeutet, wir wollen als Magistrat Informationskampagnen starten, um die Menschen aufzuklären und zu sagen, es gibt hier ein Problem mit Rassismus, auch mit Rechtsextremismus in unserer Stadt. Wie kann man das erkennen? Was kann man dagegen tun? In dem Zusammenhang werden wir auch Fortbildungsprojekte in den Schulen aufsetzen, indem wir beispielsweise Mitarbeitende in der Jugendhilfe oder auch Lehrkräfte informieren, wie man Rassismus, Diskriminierung erkennt und was man dagegen tun kann. Der zweite Punkt ist die Intervention. Das heißt, wir wollen enger noch mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten. Wir wollen auch PolitikerInnen, die bedroht werden, da gibt es ja auch Beispiele inzwischen, noch besser schützen und beraten. Wir wollen aber auch die Initiativen stärken, die sich mit Betroffenen, die mit Betroffenen arbeiten, die ihnen Schutz und Beratung bieten. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht fast der wichtigste, nämlich die Prävention. Das heißt, wir werden ein Förderprogramm auflegen, mit dem wir Initiativen, ehrenamtliche oder auch hauptamtliche, unterstützen, finanziell unterstützen, die beraten und die präventiv tätig sind. Es wird sicherlich auch hier Projekte geben in Schulen, in Jugendhäusern, weil natürlich ja, Diskriminierung und Rassismus erlernt wird und man nicht früh genug anfangen kann, Menschen, Kinder und Jugendliche entsprechend vorzubereiten und ja auch aufzuklären. Aber diese präventiven Projekte betreffen eben alle Bereiche, das heißt alle Dezernatsbereiche. Da wird es Geld geben und der letzte Punkt ist sozusagen, dass wir eine Koordinierungsstelle einrichten, die das dann auch alles arbeitet und die Akteurinnen und Akteure zusammenbringt, sie unterstützt und auch dieses Förderprogramm natürlich ja, umsetzt und ja, koordiniert sozusagen. Also das heißt, Sie sehen, es ist ein bunter Strauß, aber ich bin sehr froh, dass eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen im Magistrat hier an einem Strang ziehen und auch sehr direkt und unmittelbar gesagt haben, ja, wir machen das. Und wir werden jetzt uns auf einen gemeinsamen Weg begeben, bei dem hoffentlich sehr viele gute Projekte und Initiativen rauskommen. Also ich bin Sarah Adal, ich bin freie Autorin und Gründungsmitglied und Sprecherin der Initiative 19. Februar Hanau. Also die Initiative 19. Februar Hanau besteht eigentlich aus ganz vielen anderen Bündnissen und Initiativen, die es schon seit Jahren gibt, in und um Hanau herum, auch in ganz Deutschland weiterhin sehr gut vernetzt. Da ist zum Beispiel mit drin das Bündnis Solidarität statt Spaltung. Das besteht aus verschiedenen Gruppen wie der DDIF und der DDIF-Jugend, aus der DGB, aus der Metzgerstraße in Hanau, was ja das autonome Zentrum da ist, und aus dem kurdischen Verein zum Beispiel.
Und wir sind ja durch die ganze antirassistische Arbeit, die es ja schon jahrzehntelang in Hanau gibt, auch mit den Abschiebekampagnen, dass sich eben aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen, auch Welcome United zum Beispiel, eben so eine neue Initiative geformt hat. Und also die Grenzen sind auch gar nicht klar. Es ist alles miteinander weiterhin verwoben, auch mit anderen Initiativen in ganz Deutschland, mit dem NSU-Tribunal zum Beispiel, mit der Kolbstraße aus Köln, mit Ibrahim Aslan. Und also es herrscht wirklich Kontakt, ganz viel Vernetzung, ganz viel Unterstützung auch. Und ja, man kann sich da auch stützen auf einen sehr großen Erfahrungsschatz, was eben dazu geführt hat, dass die Initiative eine Woche nach dem Anschlag bereits gegründet wurde, dass auch wenige Wochen danach der Raum auch schon gefunden wurde und angemietet werden konnte. Und im Mai haben wir dann offiziell diesen Laden, diese Anlaufstelle der Initiative dann eröffnet. Genau, ja. Ja, unsere ersten Treffen fanden ja kurz nach dem Anschlag im DGB-Haus in Hanau oder in der Metzgerstraße statt. Dann fingen wir langsam an, Kontakt zu den Familien aufzubauen. Und da es ja 9 Familien sind, war uns auch bewusst, dass wir einen neuen Raum dafür brauchen. Also wir können die Leute nicht ständig zu Hause besuchen gehen. Es ist nur eine weitere Belastung. Wir brauchen einen Raum, wo wir uns treffen und organisieren können. Wir brauchen einen Raum für die ganzen Anwaltstermine und wir wollten auch einfach irgendwie was Neues schaffen und haben dann direkt am Heumarkt, wo die ersten beiden Tatorte sind, einen leeren Laden gefunden und den haben wir dann auch wirklich sofort anmieten können. Also wir hatten kein fertiges Konzept für den Raum. Wir haben das auch mit den Familien und Freunden und Angehörigen gemeinsam alles erarbeitet, was man sich darunter vorstellt und genau, wie Erinnern aussehen kann, wie Zusammenkommen aussehen kann, wie Widerstand aussehen kann. Wir haben gemeinsam eine Gedenkecke eingerichtet, wo die Bilder der Verstorbenen hängen, wo man auch ein bisschen für sich untereinander, miteinander sein kann. Es gibt hinten ein kleines privates Büro für privatere Gespräche und Beratungen. Wir haben eine Küche, wir kochen zusammen, wir haben verschiedene Sitzecken. Es ist alles aus Spenden entstanden. Und ja, uns war von Anfang an gar nicht so bewusst, was dieser Raum sein soll. Wir wussten einfach nur, wir brauchen irgendwie einen Ort zum Zusammenkommen. Mittlerweile hat sich das quasi wie so ein zweites Wohnzimmer für alle etabliert. Also wir haben bisher seit 6 Monaten auch nur einen Tag lang zugehabt. Wir sind 7 Tage die Woche von morgens bis abends auf. Viele der Familien sind auch jeden Tag da, von morgens bis abends. Die meisten haben auch ihren eigenen Schlüssel. Und ja, genau. Also wir haben den Mietvertrag für den Raum für 3 Jahre jetzt erstmal unterschrieben und die Spendenkampagne läuft auch sehr gut. Auch jetzt nochmal mit der Demonstration haben wir eigentlich diese 3 Jahre finanziell schon abgesichert. Hoffen, dass es danach natürlich auch noch weitergeht, wenn wir die Mittel dazu haben. Ansonsten sind unsere Ziele natürlich erstmal, die Bedürfnisse der Familien irgendwie abzudecken. Also diese 4 Forderungen, die müssen jetzt erstmal durchgesetzt werden. Da muss jetzt endlich erstmal was passieren. Und ja, also die Familien, die müssen dann natürlich auch irgendwann wieder ins Leben zurückfinden. Und es muss aber weiterhin Druck gemacht werden. Es muss sich etwas verändern. Und viele sagen auch, naja, eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn ihre Kinder umsonst gestorben wären. Und das muss natürlich verhindert werden, das darf natürlich nicht passieren. Und genau, da muss jetzt eben, also am Jahrestag wird es natürlich nochmal eine bundesweite große Demo geben. Bis dorthin ist jetzt erstmal nichts geplant und ich glaube, die Familien brauchen jetzt auch vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe, müssen erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Genau, also jetzt bis zum 19. Februar nächstes Jahr ist eigentlich nichts Großes mehr geplant, aber es geht dann bestimmt noch weiter. Ja. Unser Ziel war es ja, die 4 Forderungen, die die Angehörigen und Familien haben, hinauszutragen und darauf aufmerksam zu machen. Und das ist zum einen die Erinnerung, die Aufklärung, Konsequenzen und die Gerechtigkeit. Genau, also das ist zum einen die angemessene Erinnerung, an der wir ja weiterhin arbeiten. Dazu gehört auch die Thematisierung von
rechtem Terror in Deutschland, in den Schulen, in den Bildungsinstitutionen. Der 19. Februar soll thematisiert werden, die Erinnerung an die Opfer soll aufrechterhalten werden und es muss einfach irgendwie mehr in die Öffentlichkeit getragen werden. Es darf einfach nicht mehr ignoriert werden, es darf nicht mehr irgendwie unter den Teppich gekehrt werden, weil es wird einfach immer schlimmer und es ist eine reale Bedrohung. Und also ich erinnere mich, in meiner Schulzeit habe ich nichts über die NSU-Morde gelernt. Und das sind alles Dinge, die sind wirklich gerade heute in der Gegenwart sehr wichtig und die Schüler und Schülerinnen müssen darüber aufgeklärt werden. Des Weiteren ist es die soziale Gerechtigkeit, das ist die finanzielle Absicherung. Die Leute können auch nicht mehr arbeiten, wollen nicht mehr arbeiten und müssen sich immer noch mit Krankengeldern und Krankmeldungen irgendwie rumschlagen, haben zum Teil auch ihre Jobs verloren, müssen neue Jobs finden. Und das sind auch Dinge, mit denen sollten sie sich nach dem 19. Februar nicht mehr rumschlagen müssen. Und sind eigentlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch schwer zu erreichen, was das Thema angeht. Genau, dann ist es natürlich die Aufklärung, es ist die Ermittlung, auf die wir immer noch warten. Und das Einzige, was man da machen kann, ist einfach Druck auf die Behörden aufzubauen, denen immer wieder vorzuhalten, was wir bereits rausgefunden haben, was wir bereits wissen, das an die Presse zu tragen, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Die vierte Forderung ist eben die nach den politischen Konsequenzen. Nachdem jetzt so viel behördliches Versagen ans Licht gekommen ist, den Familien bewusst ist, möchten die da natürlich auch Gerechtigkeit dafür. Und die möchten, dass diejenigen Beamtinnen und Beamten, die geschlafen haben oder die Warnsignale nicht ernst genommen haben, worüber sie auch viel reden. Viele sagen, ja, wenn mein Sohn so ein Manifest verfasst hätte mit seinem ausländischen Namen, dann wäre die Polizei innerhalb von 2 Sekunden vor der Tür gewesen. Und da wollen sie halt einfach, dass die Leute, die es vielleicht auch einfach ignoriert haben oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall unterstützt haben, dass die dafür natürlich bestraft werden. Dass natürlich auch irgendwo es greifende Maßnahmen gibt, dass sowas verhindert werden kann. Dass das BKA und das GBA vielleicht besser mit der Waffenbehörde kommunizieren. Und wenn solche Manifeste bei ihnen eingehen, dass die vielleicht auch einfach mal überprüfen, ob dieser Mann im Besitz von Waffen ist. Also da fand ja auch keinerlei Kommunikation zwischen den Behörden statt. Und irgendwo hat er ja quasi einfach in die Welt hinausgeschrien, was er vorhat und wie gefährlich er ist. Und das über Jahre hinweg. Und keiner hat irgendwie einen Finger gerührt. Und da wünschen sich die Familien natürlich, dass diese Menschen auch die Verantwortung dafür tragen. Ich glaube, was sehr gut geklappt hat, war, die Betroffenen und die Familien sehr stark zu Wort kommen zu lassen. Das haben wir auch von vielen anderen Aktivisten oder auch von Dokumentarfilmern zum Beispiel gehört, dass es bei anderen Anschlägen entweder sehr lange gedauert hat, bis man die Betroffenen überhaupt mal irgendwie kennengelernt hat oder zu Gesicht bekommen hat oder sie mal irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen hat. Auch der Zusammenhalt in den Familien, das ist wirklich bis jetzt immer noch sehr stark, dass da ein sehr starker Zusammenhalt ist. Da haben wir auch von vielen gehört, dass das auch eigentlich eher relativ selten ist, dass man so nah zusammengewachsen ist. Also die sehen sich wirklich jeden Tag, die sind ständig miteinander und lassen sich auch nicht alleine und gehen da zusammen durch und reden über die 9 Verstorbenen, als wären alle 9 ihre Kinder gewesen und als wären sie die Eltern von allen 9 gewesen. Und das ist auch total schön zu sehen, dass die da gemeinsam durchgehen, ohne sich irgendwas erklären zu müssen. Ja, wir können natürlich jede Hilfe gebrauchen, natürlich. Die Angehörigen, wenn sie dann im Laden sind und es kommt jemand rein und der fragt, wie er helfen kann oder wie sie helfen kann, das freut sie natürlich auch sehr zu sehen, dass immer noch Leute vorbeikommen. Jetzt nach der abgesagten Demo, aber nach der Kundgebung am 22. Oktober war das auch so, dass da wirklich noch mal sehr viele Leute in der Woche danach vorbeikamen und auch nochmal gesagt haben, natürlich, wie schade sie es fanden, dass die Demo verboten wurde, aber sie würden gerne mehr helfen, sie würden gerne mehr unterstützen. Und von vielen Leuten hören wir auch, dass sie sich bisher eben noch nicht getraut haben, sich ranzutasten, weil sie dachten, der Laden ist nur für die Familien, nur für die Angehörigen. Sie wollten nicht stören, sie wollten natürlich erstmal ganz vorsichtig fragen, ob sie da überhaupt rein dürfen. Die Leute sind auch immer ganz vorsichtig.
Und ja, also ich glaube, so langsam, am Anfang war es natürlich so, dass es überwiegend, dass die Stimmung auch noch sehr, ich sag mal, also man wusste noch nicht so genau, wohin dieser Laden führen soll. Und es war noch ein bisschen sehr ein Ort zum Trauern. Aber mittlerweile ist es wirklich ein sehr lebhafter, ein sehr lebendiger Raum geworden. Und genau, also langsam sind wir auch wirklich sehr, sehr offen für neue Gesichter, für neue Unterstützerinnen und Unterstützer. Und es gibt immer was zu tun. Ja. Mein Name ist Joachim Brenner. Ich bin Diplompädagoge und 64 Jahre alt. Ich bin der Geschäftsleiter des Fördervereins Roma und habe vor 25 Jahren mit etlichen anderen Aktivistinnen und Aktivisten den Förderverein Roma, der damals noch programmatisch Verein zur Schaffung eines Roma-Gemeindezentrums hieß, gegründet. Und seit der Zeit auch ununterbrochen im Förderverein Roma beschäftigt. Der Förderverein Roma arbeitet mit Roma und Sinti, vor allen Dingen mit Roma-Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa, in den Bereichen Antidiskriminierungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, soziale Beratung, pädagogische Projekte und Jugendhilfe. Zusammen. Das heißt, er ist absolut umfänglich, sehr komplex, sehr breit aufgestellt, um die Situation von Roma und Sinti, die unter Ausgrenzung, Diskriminierung, mangelhafte Versorgung zu leiden haben, auch effektiv verbessern zu können. Ich bin angerufen worden von der Offenbacher Polizei, und zwar dahingehend, dass sie gesagt haben, bei dem Anschlag sind auch Roma oder Sinti umgekommen und wir befürchten, dass die Familien, die mit den Roma oder den Sinti verwandt sind, nach Hanau kommen und ihre berechtigte Wut zum Ausdruck bringen, ob ich da behilflich sein könnte. Und ich hatte zuerst mal gesagt, also wenn die Familien aufgrund eines Anschlags wütend sind, dann ist das nicht mehr als gerechtfertigt und reiht sich ein in eine Reihe von vielen Anschlägen gegen Roma und Sinti. Ansonsten sind wir nicht der richtige Ansprechpartner, was Ruhe und Ordnung angeht, soweit das gemeint ist. Und das war das Gespräch gewesen. Wünschenswert wäre gewesen, dass sie nicht mit diesem Begriff der Verhinderung von irgendwelchen möglichen Schwierigkeiten im öffentlichen Raum an das Thema geht, sondern mit der Einsicht, die Leute haben einen legitimen Protest und wir sollten uns darauf konzentrieren, dass dieser legitime Protest auch zum Ausdruck kommen kann und dass die Leute selbst nicht Gegenstand von Angriffen werden, ne, die Roma im öffentlichen Raum sehen und denken, sie müssten einschreiten. Ja. Jedenfalls hatte ich kurz darauf auch einen Anruf vom Zentralrat und der Zentralrat hatte mich auch noch mal unterrichtet und informiert, dass mindestens eine Romni, nämlich die Mercedes Kirpacz, erschossen worden sei. Und das war insofern für mich sehr erschütternd, weil ich die Familie kenne und auch den Vater kenne von den Anfangszeiten meiner Arbeit und die Mercedes da noch ein kleines Mädchen war. Ja, und die war da auch mal bei uns in der Sozialberatung. Im Internet war bereits bekannt gewesen vormittags, dass auch Roma-Opfer dieses Anschlags wurden und abends ist leider kein Wort darüber verloren worden. Ich hatte mich bei den Veranstaltern nachdrücklich beschwert und gesagt, das kann nicht sein. Also die Informationen waren da. Wie ist es möglich, dass so eine Veranstaltung, die so differenziert auf die Opfer eingegangen
ist gänzlich die drei anderen Menschen außen vor lässt. Ja. Und das war natürlich keine Absicht, es war Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit, Unaufmerksamkeit, vielleicht auch Ignoranz. Gab dann eine etwas längere Auseinandersetzung zwischen dem Förderverein Roma und den Organisatoren. Und für uns war das eben nochmal ein Zeichen, ein besonderes Zeichen dafür, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen vor Ort in Hanau, allerdings auch mit dem Zentralrat und mit dem Landesverband, dafür zu sorgen, dass es auch wirklich in die Öffentlichkeit und ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt wird, dass eben drei der Tote Roma waren. Die Kontaktnahme mit Mercedes Kirpatsch, mit dem Vater von der Mercedes Kirpatsch, war zuerst mal dergestalt, dass wir kondoliert haben und dass wir gesagt haben, wir werden uns in Zusammenarbeit mit dem Landesverband und auch mit dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma dafür einsetzen, dass ihnen alles zukommt, was in so einer Situation für eine Familie wichtig ist und nicht zuletzt auch Entschädigungsleistungen nicht unter den Tisch fallen, sondern auch wirklich im Sinne der Familie mobilisiert werden können. Das war das eine. Das andere war, dass wir über eine Mitarbeiterin von uns, die rumänische Romni ist, auch noch mal Kontakt zu der Familie hatten, die rumänische Roma-Familie hatten, die ihren Vater und ihren Jungen verloren hatten und da auch noch mal vermittelt und informiert haben. Und aktuell war es so, dass bei der Veranstaltung, bei der letzten Veranstaltung, wir darum gebeten worden sind, eine Übersetzung zu stellen, die die Betroffenen, die auf dieser Kundgebung gesprochen haben, auch fachlich und sachlich richtig ins Deutsche übersetzen zu können, damit die Leute das auch nachvollziehen können. Das haben wir gemacht und wir hatten uns auch darum gekümmert, dass es eine Übersetzerin gibt bei dem Termin der Familien mit dem Ministerpräsident Bouffier. Ja. Und auch die Kundgebungen, Demonstrationen zu Beginn, also nach dem 19. Sind von uns begleitet worden. Wir hatten Redebeiträge, die auch zum Teil gehalten worden sind. Also das war die Kooperation von uns mit den Familien und darüber hinaus immer auch die Kooperation mit den Leuten vor Ort, die sehr professionell und sehr gut arbeiten. Antiziganismus ist ein in sich selbst erklärendes Phänomen, eine Einstellung, eine Haltung, die seit über 600 Jahren durchgängig möglich ist. Ja. Unabhängig davon, ob das Objekt anwesend ist oder nicht, ob man jemanden kennt oder nicht kennt, sondern allein das Gerücht, allein das Vorurteil, allein die vermeintliche Meinung und Kenntnis reicht aus, um eine ganze Gruppe von Menschen, nämlich Roma und Sinti, seit Jahrhunderten auszugrenzen. Ich will das mal verdeutlichen, dass es nach wie vor in der Erziehung immer noch mal vorkommt, dass der Begriff Zigeuner zur Disziplinierung von Kindern, von Jugendlichen angewandt wird. Ja. Wenn man den jetzt ersetzt durch Roma und Sinti, wird es auch nicht besser, ja, weil die Intention ja dadurch nicht in Frage gestellt wird, sondern die Intention bleibt, es gibt eine Gruppe, die hervorragend dazu verwendet werden kann, andere Menschen zu maßregeln oder zu disziplinieren, nicht so zu werden wie diese Gruppe. Ne? Jetzt kommt eine besondere Bewandtnis in der Geschichte der Verfolgung von Roma und Sinti hier in Deutschland, nämlich die Erfahrung von allen Familien Roma und Sinti, mit denen wir bisher zu tun hatten, die Erfahrung von Erfassung, Verfolgung, Deportation und Vernichtung. Das ist eine absolut generative Erfahrung mit einem Zivilisationsbruch und der Tatsache, dass es keine nennenswerte Bemühung oder kein nennenswertes Engagement gab von Mehrheitsgesellschaften in dem Zusammenhang, also
Nationalsozialismus oder auch in der Geschichte in Europa zwischen Anfang der 30er bis Mitte der 40er Jahren letzten Jahrhunderts dahingehend, dass es thematisiert worden ist, was mit Roma und Sinti passiert, sondern das war vor allen Dingen Roma und Sinti selbst, die es gemacht haben. Und diese Erfahrung von der absoluten absoluten Ausgeliefertsein und die Erfahrung von Vernichtung, nämlich eine ganze Generation fast vollständig verloren zu haben, prägt die Familien in ihrem Leben danach sehr komplex. Ja, also, und zwar in Form einer Traumatisierung, die nicht allein von den Eltern auf die Kinder, sondern von den Kindern auf deren Kinder und nochmal deren Kinder übertragen werden. Ja. Also die Angst vor Verfolgung, die Angst vor organisierter Gewalt, die Angst vor Denunziation und auch die Angst vor natürlich unmittelbaren Anschlägen. Das sind alles Erfahrungen, die wir im Zuge der Beratung mit Roma und Sinti immer wieder machen und mit denen wir immer wieder konfrontiert werden und die zum Teil zu großen gesundheitlichen, psychischen Problemen führen bei den Betroffenen, die sehr umfänglich sind, die sehr diffizil sind.